Bei Katastrophen wie Großbränden und Überschwemmungen stehen die Einsatzleiter unter enormem Druck. Schnell wird eine Situation unkontrollierbar und unüberschaubar. Doch jeder Fehler kann fatale Folgen haben. Guten Tag, wir sind das Team Crisis Control und möchten genau hier Abhilfe schaffen. In den nächsten Minuten möchten wir unsere gleichnamige Software präsentieren. Hierfür möchten wir Ihnen zunächst einmal zwei Großschadensfälle vorstellen, in denen Crisis Control eine Lösung bereithält. Hier zu sehen sind zwei Feuerwehrmänner, die sich bedenklich nahe an einem Großbrand befinden. Diese beiden Feuerwehrmänner werden von einem Einsatzleiter instruiert, der fernab des Einsatzgeschehens koordiniert. Bedenken Sie, wir befinden uns in einem Großschadensfall. Das heißt, der Einsatzleiter muss nicht nur diese beiden, sondern vielleicht noch hunderte weitere Einsatzkräfte organisieren. Kann er wirklich für die Sicherheit in der Gefahrenzone ohne jeden Sichtkontakt garantieren? Anders ausgedrückt, behält er zu jeder Zeit den Überblick über all seine Einsatzkräfte? Bei Überschwemmungen, wie wir es in den letzten Wochen erlebt haben, werden riesige Gebiete verwüstet. Neben den vielen Fachkräften aus verschiedenen Hilfsorganisationen müssen zudem noch zahlreiche freiwillige Helfer organisiert werden. Können hier alle Beteiligten über die riesigen Gebiete wirklich effektiv koordiniert werden? Überblick und Koordination. Diese Probleme haben wir uns natürlich nicht ausgedacht, sondern berichten aus persönlicher Erfahrung mit dem Durcheinander in solchen Einsätzen. Ihnen wird nun unser Einsatzleiter einen Einblick geben. Stefan Sebold ist Leitstellenleiter des Rettungsdienstes hier in Karlsruhe und Umgebung. Also gerade in der Anfangsphase, in der die örtlichen Gegebenheiten eruiert werden müssen, sind die oftmals langen Laufwege sehr zeitraubend. Die hohe Informationsdichte von eingehenden Funk- und Mobiltelefongesprächen zu Beginn eines Einsatzes stellt uns als Verantwortliche immer wieder vor neue Herausforderungen. Von großer Bedeutung ist aber auch die Tatsache, dass es sich immer nur um eine Momentaufnahme handelt. Die meisten Einsatzstellen aber häufig von einer dynamischen Veränderung geprägt sind. Die hier genannten Probleme behindern Stefan Sebold bei seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich unsere Sicherheit wiederherzustellen. Und genau hier setzt Crisis Control an. Unsere Grundidee ist es, jeder Einsatzkraft und jedem im Einsatz befindlichen Fahrzeug ein Smartphone oder ein Tablet zu geben. Darauf wird ein Kartenmaterial vom Einsatz dargestellt. Die Aufgabe von Crisis Control ist es nun, die komplexen Einsatzstrukturen dynamisch in das Kartenmaterial zu integrieren. Somit erhält jede Einsatzkraft immer genau die aktuell wichtigen Informationen. Wie genau hilft das nun Stefan Sebold? Nun, bevor er mit der eigentlichen Koordination beginnen kann, muss er lange Laufwege überbrücken, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dies kostet wertvolle Zeit. Und wenn in einer Krise etwas knapp ist, dann Zeit. Daher stellen wir auf unserer Karte alles dar, was im Einsatz passiert. Und bieten darüber hinaus noch die Möglichkeit, dass sich Einsatzkräfte bereits auf dem Weg zum Einsatz einen Überblick über die Situation vor Ort verschaffen. Die Einsatzleitung muss mit sehr vielen Informationen umgehen. Momentan muss sie sich diese komplett merken. Informationen werden über Funk weitergegeben und das ist ein langwieriger Prozess. Gerade bei hoher Helferzahl verliert man schnell den Überblick. Daher verzeichnen wir auf unserer Karte immer den aktuellen Stand aller Informationen. Dies geschieht über genormte Symbole, die ohnehin jeder Einsatzkraft bekannt sind. Zusätzlich wird der Zugriff auf diejenigen Einsatzkräfte erleichtert, mit denen man im Einsatz am meisten interagiert. Das sind die Vorgesetzten und unterstellten Einsatzkräfte. Stefan Sebold sprach das Problem der Momentaufnahme an. Um zu verstehen, was dahinter steckt, muss man wissen, wie heutzutage mit der Informationsflut in Einsätzen umgegangen wird. Das ist ein Foto eines Flipcharts, welches wir bei einem Lagerhallenbrand aufgenommen haben. Zu erkennen ist, dass nicht zu erkennen ist. Einsätze sind dynamisch, das macht das Flipchart unübersichtlich. Durch GPS-fähige Geräte ist es uns möglich, immer den aktuellen Stand aller Einsatzkräfte einzusehen. Es werden somit immer nur die relevanten Daten dargestellt. Nachdem wir nun das Problem motiviert und unser Konzept dargestellt haben, möchten wir Ihnen eine kurze Präsentation von Crisis Control geben. Im Folgenden wird unser Programm aus Sicht eines Einsatzleiters benutzt und dieser wird einige grundlegende Änderungen an der Einsatzstruktur vollziehen.
Als Rauten dargestellt, sieht man die einzelnen Personen im Einsatz. Die kann man zu Formationen zusammenfassen. Hier wird jetzt gerade eine neue Person zu einer Formation hinzugefügt. Nun kann ihr auch eine Aufgabe gegeben werden, die sie dann auch angezeigt bekommt. Jetzt wird ihr eine Position zugewiesen, zu der sie sich dann bewegen soll, wo sie also arbeiten muss. Die bereits angesprochenen Symbole, die verwendet werden, verzeichnen wichtige Orte im Einsatz. Auf der rechten Seite sieht man nun, wie einfach der Zugriff auf alle am Einsatz beteiligten Personen ist. Crisis Control. Die Änderungen mit Crisis Control benötigten lediglich 45 Sekunden. Über Funk hätte das ganze Prozedere mehr als 2 Minuten gebraucht. Das hilft den Einsatzkräften. Aber auch uns hat das Projekt eine Menge gebracht. Wir haben viel über Teamarbeit gelernt und Kommunikation im Team, ohne die sich ein Programm mit über 19.000 Zeilen Code auch gar nicht schreiben ließe. Mit Crisis Control nahmen wir an einem Studentenwettbewerb von Microsoft teil und entwickeln jetzt in Kooperation mit der Industrie an unserem Projekt weiter. Zusammenfassend kann man sagen, Crisis Control verbessert die Übersicht und die Koordination im Einsatz und das bedeutet auch mehr Sicherheit, und zwar für uns alle. Vielen Dank.